Über 30 Jahre, massive Durchfälle. Die Ärzte finden nichts, sie schreiben sie als psychisch krank ab. Doch Dr. Janssen Rossig bleibt dran und löst das Rätsel. Willkommen zu einer neuen Fallbesprechung mit Dr. Janssen Rossig, Umweltmediziner, Infektologe und Tropenmediziner. Mehr zu ihm und seiner Herangehensweise findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht die Detektivarbeit los. Eine selbstbewusste Frau mit 4 Kindern und Enkelkindern lebt auf einem Bauernhof und leidet seit 30 Jahren an Durchfällen. Sie kommt zu Ihnen in die Praxis. Wo fragen Sie nach? Ja, wenn die Frau zu mir kommt, muss ich ja erstmal fragen, warum kommen Sie zu mir und woher kommen Sie eigentlich? Was ist Ihr Leben? Was machen Sie? Ja, das Leben war natürlich, wie Sie schon in der Anmoderation gesagt haben, schon über 30 Jahre, vielleicht nicht Durchfälle, aber schleichende Symptomatik, die sich immer mehr verstärkt hat. Wir müssen sehen, dass eine Frau, Hausfrau, Jahrgang 62, Mutter von 4 Kindern, ich weiß nicht genau, wie viele Enkel, aber etliche, die kommen gleich auch noch ganz wichtig ins Spiel, nämlich am Ende. Schönes Haus, gute Familie, Katzen, Hunde, Pferde, Bauernhof, also genug Arbeit. Wichtig ist aber, die Frau ist selbstbewusst, kann fast in jeder Lage, Lebenslage sich durchsetzen, ist sehr resolut, große, stattliche Frau. Aber wenn man sich dann das anhört, und das hat sie dann relativ schnell gesagt, sie hat über 30 Durchfälle am Tag. Sie trägt seit mehreren Jahren Windeln. Sie kann also sich nirgendwo mehr sehen lassen. Und das Schlimmste ist dann gleich zu Anfang auch zu hören, wenn ein so schwer kranker Patient, der eigentlich wirklich sich gelernt hat, durchzusetzen im Leben, dann die Quittung bekommt oder das Brandzeichen, will ich mal sagen, so müsste man es nennen. Das hat sie mir so und so habe ich das auch wörtlich in die Akte geschrieben. Sie gilt nun als psychisch krank. Sie soll sich ausruhen und sie soll zur Psychotherapie gehen. Das ist der Rat, mit dem diese Frau nun zu mir kommt. Und wir sind uns beide darüber einig, obwohl sie die Frau nicht kennen, dass das nicht der richtige Rat ist, mit dem sie da versehen worden ist. Hier ist man gefragt natürlich, was ist da los? Und es wird spannend. Wir gehen ja, wie wir das schon bei den anderen Fällen gesagt haben, mit den Patienten immer sehr tief. Wir sehen hier schon, das ist ein Bauernhof, ländlich also. Da gibt es Katzen, da gibt es Hunde, da gibt es Pferde. Die haben alle Erreger. Wir haben die Überträger, wir haben die Läuse, wir haben die Flöhe, wir haben die Moskitos. Und da, wo Tiere sind, die haben ja auch Blut, da sind auch Erreger. Katzenhunde haben andere Erreger, die aber sich oft leicht übertragen lassen. So wäre also die Frage, wie kommt das, dass die Frau so krank ist? Und die hat nicht nur Durchfälle, die hat nämlich Stimmungsschwankungen, schon teilweise auch sehr depressiv. Sie hat zunehmend erhebliche Ängste, was für eine Frau, die ja weiß, wie sie im Leben kämpfen kann und dass sie auch genau die Frau ist eigentlich, die gar keine Ängste hat. Plötzlich hat sie unerklärt die Ängste, Panikattacken. Es kommt zum Einsatz von Psychopharmaka natürlich. Das geht ja relativ schnell. Das ist auch von mir nicht verurteilt. Im Gegenteil, wenn man Panikattacken mal hatte, ich kenne das, das ist furchtbar. Mhm. Und da ist man für jede Hilfe dankbar. Und das verstehen die Therapeuten natürlich, ob sie denn Psychotherapeuten sind, wie mein Sohn übrigens, oder auch Psychiater. Auch das ist mein Sohn, der hat 3 Fachärzte. So habe ich natürlich auch mit diesen Thematiken Berührung und kann dann auch zur Not ihn mal anrufen, sagen, hör mal, wie schätzt du das denn ein und was ist denn da für ein Präparat im Schwanger? Manchmal sind sie auch 2 und 3, wie kann man die kombinieren, wie kann man die reduzieren, ist ja für uns immer die Frage. Denn wir vermuten ja, anders natürlich als die Psychiater oder Psychotherapeuten, die eben zu diesem Urteil kommen, was die Frau jetzt nur mit sich rumschleppt, will ich mal so sagen. Wir versuchen natürlich wieder unseren Ansatz, nämlich die Ursache zu finden. Denn wir sind ja zielorientiert. Wir wollen natürlich die Symptome erklären. Wir wollen die Ursachen finden, die dann beseitigen und die Leute wieder zur Gesundheit bringen. Wenn man aber so selbstbewusst ist und so resolut und man hat immer wieder die Tiefschläge, die letztendlich natürlich auch, die Familie war hier in diesem Falle sehr unterstützend, muss ich mal sagen, im positiven Sinne, aber steter Tropfen höhlt den Stein, haben wir mal gelernt und so ist das natürlich auch. Und wenn man immer wieder Panikattacken hat, immer wieder sich nicht konzentrieren kann und viele andere Symptome hat, das macht einen wirklich morbide. Ja, dann gibt auch schon mal gerne jeder auf, der selbst viel Kraft hat und auch Disziplin hat.
Das heißt, sie kommt auch in einem sehr ängstlichen Zustand eigentlich und sie fragt immer wieder, auch wenn ich ihr Vorschläge mache, was wird, ja, wird das denn besser? Ich glaube das nicht und so weiter. Also das war ständiger Dialog schon vor der Therapie, nach der Diagnose, auf die ich jetzt gleich noch eingehen werde und dann auch schon unter der teils sehr intensiven Therapie, die erstmal oral angefangen hat. Und dann auf einmal kommt es und da schlägt die alte Persönlichkeit wieder durch bei einem Telefonat. Nein, ich komme jetzt sofort zu Ihnen. Sie hat dann gar keine Rücksicht mehr auf unseren Terminkalender gegangen. Ich sage, gut, wenn Sie das jetzt unbedingt wollen, dann kommen Sie. Und dann stand sie da in der Tür, riesig gebaut. Ich glaube, sie ist größer als ich. Und mit ihrer kräftigen Stimme auch sagt, jetzt bin ich hier, jetzt müssen wir was machen. Und gleich im nächsten Moment, klappt das denn auch? Wird das denn was? Werde ich wieder gesund? Also wir sehen diese schwankenden emotionalen und kognitiven Störungen, die sie da hat. Und wir sehen immer wieder, dass Erreger dafür verantwortlich sind. Noch aber wissen wir ja nicht, was die Frau hat. Ne? Mhm. Das Problem, was man sieht, sie kommt eigentlich relativ gesund aussehend zu mir in die Praxis. Das heißt, was sie sagt, deckt sich nicht mit dem, was wir als ersten Eindruck empfinden. Früher habe ich dann noch gesagt, vor über 20 Jahren, mein Gott, Sie sehen aber heute doch recht gut aus. In der Hoffnung, das wäre ein gewisser Trost. Ne? Kleine Komplimente können ja große Freude machen unter Umständen. Nachdem ich aber vor vielen, vielen Jahren das mal gesagt habe, ach, was sind Sie heute aber schick oder was sehen Sie gut aus? Dann brach diese Frau in Weinkrämpfe aus und hat gesagt, ich kann das nicht mehr hören. Mir geht es so furchtbar schlecht. Ja, und Sie sagen das jetzt hier so, das ist sicher gut gemeint von Ihnen, aber ich kann das nicht mehr ertragen. Das sagen alle. Und die sagen, wie kannst du denn so krank sein, wenn du das behauptest, obwohl du so gut aussiehst? Das habe ich mir sehr gemerkt. Ich sage das nie mehr, wenn Patienten mögen, die noch so gut aussehen, ob das Frauen oder Männer sind, spielt aber keine Rolle, oder auch Kinder. Hier muss man sehr aufpassen. Ich habe mir dann auf die Lippe gebissen und wollte sagen, sie sah eigentlich strahlend aus, wie man vom Bauernhof, wenn man kommt und gut isst und trinkt, dann kann man eben auch schon mal gut aussehen. Ja, das Interessante in der Vorgeschichte eben halt bei dieser Patientin, es waren eigentlich keine besonderen Erkrankungen, wo man hätte sagen können, ach, hier habe ich doch schon eine Spur, hier kann ich so langsam einsteigen und habe schon den ersten Verdacht. Aber schleichende Symptome über 30 Jahre finde ich ja schon mal sehr, sehr viel. Aber sie hat die ganze Zeit ja auch da gewohnt auf dem Bauernhof und wir wissen, da gibt es ja auch Parasiten, Erreger, Bakterien. Gucken wir mal. Die wesentlichen schleichenden Symptome war eigentlich Stimmungsschwankungen. Bis dann irgendwann natürlich die sich verstärkt haben durch Ängste, Panikattacken, Einsatz dann vom Psychopharmaka. Bald gab es aber auch Schwindel, Gangunsicherheit, Benommenheit und das, was der Engländer als Brain Fog bezeichnet, sagen wir so, ja. Gehirnnebel, das trifft das auch so ein bisschen, ja. Und vor allen Dingen Schmerzen am ganzen Körper. Hm. Unheimliche Schmerzen. Hm. Wieder hier ganze Haut, verbreiteter Hautpilz, therapeutisch kaum zu beherrschen. Mhm. Ja. Dann aber am Anfang leicht, doch immer intensiver werdende Darmbeschwerden mit massiven Durchfällen. Und ich sagte zwischen 30 und 40 Durchfälle täglich. Ja, was das alleine für ein Aufwand ist, da immer wieder zur Toilette gehen, ausziehen, anziehen und säubern und so weiter. Und das hat auch dazu, weil es viele Unglücke gab natürlich, wenn sie draußen unterwegs war beim Einkaufen, kann ich natürlich nicht auf Toilette gehen. Was heißt hier Kundentoilette? Das schafft man gar nicht mehr. Dann hat sie also Windeln getragen. Was das für eine Frau, die so selbstbewusst ist, bedeutet, braucht man hier nicht gesondert zu erklären. Was machen wir jetzt? Wir wollen natürlich erstmal überlegen, wie können wir diese 30, 40 Durchfälle irgendwie einfangen. Oft ist das mit Giften verbunden. Man fängt erstmal mit den normalen roborierenden Maßnahmen, wie man dazu sagt. Die sind einfach mal die Kohletabletten versucht. Das hatte sie aber alles schon selber versucht. Sie hat schon fast alles versucht, was man machen kann. Hatte auch eine große, große Anamnese mit vielen, vielen Ärzten und vielen Heilpraktikern und hat auch selber viel recherchiert und hat alles gewagt und versucht. Es war letztendlich überhaupt nichts zu machen. Ja, es sind auch schon etliche Versuche, antibiotisch zu therapieren, gescheitert. Auch das lässt natürlich dann aufhorchen. Und wenn man das so hört, würde man sagen, ja, was sollen denn Antibiotika? Was machen wir denn da? Ja, also Patientin ist in einer verzweifelten Situation. Sie ist aber dabei nie inaktiv geworden und hat jegliche Möglichkeiten der Therapie, egal ob durch Therapeuten oder Selbstversuch, das muss ich hier nochmal sagen, wirklich alles ausprobiert. Aber nie einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Im Gegenteil. Immer noch Windeln und immer noch diese hohe Stuhlfrequenz. Ja. Das Interessante ist, sie kommt auch schon mit vielen Laborwerten, was ja durchaus üblich ist, aber
nicht nur, dass es viele gemacht worden sind, die nichts gezeigt haben. Sie kommt jetzt auch schon mit zwei Diagnosen. Die weiß schon, dass sie eine Borreliose hat und die weiß schon, dass sie eine Bartonellose, eine Katzenkratzkrankheit hat. Das hat sie alles schon gehört, gelesen. Ich glaube, sie hat auch schon einige Videos von mir gehört und hat sich schon ein bisschen vorbereitet, ein bisschen schlau gemacht. Und was wir natürlich dann machen, wenn jemand kommt, Sie erahnen es schon, wir machen als erstes natürlich diese Temperaturmessung und die lassen wir im Vorfeld natürlich durch unsere Temperaturtabelle vorher schon machen. Was sehen wir? Die Temperatur ist wieder, wie in vielen, vielen, fast allen Fällen, viel zu niedrig wieder. 36 bis 36,5, also viel zu niedrig. Und das ist klar, dass das natürlich mit der Gesundheit, wie wir das schon gemerkt haben, nicht vereinbar ist. Insbesondere, wenn man natürlich in einem Umfeld lebt, wo man hohe Exposition hat, ja, Tiere, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob sie da auch noch einen Misthaufen und so weiter haben oder vielleicht auch noch im Stall aktiv gewesen ist, das habe ich jetzt nicht gefragt. Aber ich weiß, was der Bauernhof so für Risiken bietet, vor allem dann, wenn man zu kalt ist, wenn man unterkühlt ist und das Immunsystem eben halt viele Dinge, die man vielleicht en passant abwehren kann, nicht abwehren kann. Wenn natürlich so massive Durchfälle da sind, fängt auch die Kernsymptomatik und auch die Kerndiagnostik beim Stuhl an, beim Darm an. Der Stuhl wird untersucht. Es sind deutliche Entzündungszeichen nachweisbar, sowohl im Stuhl als auch im Blut. Im Blut gibt es ja auch sehr wichtige Hinweise. Zonulin zum Beispiel, wer das mal gehört hat, oder auch SIGA. Das sind alles Entzündungszeichen. Wir stellen natürlich fest im Rahmen der niedrigen Temperatur, dass auch die Mitochondrien eben halt schwach laufen. Das sind ja unsere kleinen Atomkraftwerke, die in diese Brennstäbe enthalten, die wir ATP nennen, Adenosintriphosphat. Und durch die Umwandlung in ADP, ATP, ADP, ATP, das ist ein exothermer Vorgang, wird wärmefrei. Das ist die Energie, die wir brauchen. Und wenn das nicht genügend vorhanden ist, dann hat man eben eine Untertemperatur. Dann friert man, was bei ihr auch der Fall war. Und man weiß eben halt, da fehlt jetzt etwas. Oft ist es nicht nur das Schilddrüsenhormon, sondern oft sind die Mitochondrien auch durch Mangelerscheinung. Bei den Durchfällen können Sie sich vorstellen, da geht ja viel sozusagen durch den Darm und schießt hinten raus, kann nicht verwertet werden. Und deshalb muss man das auch natürlich auch prüfen, insbesondere direkt auch die Aminosäuremenge. Sowas machen wir, also Aminosäureprofile, wenn da der Verdacht besteht. Das machen wir nicht bei jedem routinemäßig, aber da, wo der Verdacht eben ist. Und das ist bei Durchfällen, die über längere Zeit anhalten, notwendig, die Mineralien zu prüfen. Und natürlich auch zu gucken, gibt es Eiweißverlustsyndrom und all solche Sachen. Und dann finden wir das auch und beginnen dann erstmal mit dem Aufbau. Auch hier wieder wird der Körper erstmal wieder in die Lage versetzt, sich normal zu bewegen, normal eben zu leben und eben halt unter den massiven Attacken, die die Frau hat, eben halt sich wieder zu stabilisieren. Ne? Wir sehen aber auch gleich, dass die Hormone nicht in Ordnung sind. Wir reden dann von einer Hormondisbalance. Also da stimmt das Cortisol nicht, das Melatonin nicht, das Progesteron nicht, bei Frauen so extrem wichtig. Das Testosteron, auch das ist bei Frauen wichtig, nicht nur bei Männern. Zwar nicht so in dem Maße wie bei Männern, nicht in der Menge, sondern als Sahnehäubchen sozusagen wichtig. DHEA ist ein Partner des Cortisols, also des Stresshormons sozusagen. Alles das ist schlecht. Östradiol, die Frauenhormone. Also da ist nichts in Ordnung. Ja? Damit kann man eben halt nicht leben. Was auch wichtig ist, ich hatte das schon mal bei anderen Fällen auch erwähnt und vielleicht auch bei manchen Vorgesprächen, wir gucken als die wenigen direkt auch in unserer Praxis, obwohl wir da keine Spezialisten sind, aber ein paar Werte können wir uns angucken, die können wir auch verstehen, wenn die verändert sind, nämlich die Gerinnung. Ja, die ist vollkommen gestört bei dieser Frau. Wundert uns nicht. Man könnte jetzt sagen, klar, wenn ich so viel Wasser verliere über die Durchfälle, dann ist das Blut sowieso zu dick. Es stellte sich auch raus, das Blut ist zu dick. Wir finden das beim Fibrinogen, dann ist der Begriff ja jetzt D-Dimere, ist bestimmt öfter mal gefallen im Rahmen der Corona-Infektion. Und das sind Parameter, die hochkomplex sind, die normalerweise bei einem Check-up beim Arzt nicht gemacht werden. Wir machen das aber bei Verdacht immer, um das abzuklären. Und Müdigkeit ist ein wesentliches Symptom, was hervorgerufen wird durch zu dickes Blut. Also haben wir jetzt schon viele, viele Baustellen, die ist unterernährt, mangelernährt sozusagen, weil sie zu viel über den Darm verliert. Sie hat eine Hormondisbalance, sie hat eine total verstellte Gerinnung. Das ist uns auch eine Gefahr für Schlaganfälle,
aber auch für Herzinfarkte, für Verstopfung von Gefäßen und so weiter, Thrombose und so weiter. Das muss also auch sehr schnell dann angegangen werden. Das heißt, auch das gehört zu den ersten Testen, die wir machen. Und auch die Dedimere werden zum Beispiel, wenn der Patient morgens 10er sein Blut abgenommen bekommt, habe ich die nachmittags schon auf dem Tisch. Das Labor ruft dann extra auf meinem Handy an, sodass wir dann auch schon entsprechende Maßnahmen machen können, die parallel zur Therapie laufen. Denn bis dahin wissen wir ja noch gar nicht, was für Infektionen eine Rolle spielen. Das kann man ja noch nicht wissen. Das dauert ja entsprechend 2 Wochen meistens bei uns, manchmal auch 3. Je nachdem, wo man hinschickt, dann bekommt man die Antworten etwas verzögert. Hier ist aber Handlungsbedarf. Also da wird auch sofort von uns der Einfluss genommen auf die Viskosität des Blutes. Das muss also verdünnt werden. Da gibt es verschiedene Methoden, wollen wir jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Ne? Was stellt sich aber nach dieser Zeit, die wir immer warten müssen? Ich würde natürlich am liebsten gleich schon am selben Tag, wo ich das Blut abnehme, die Ergebnisse haben, bekommen aber nicht. Ja, aber was wir in diesem Fall ja haben, das ist ja spannend. Sie hat ja schon eine Borrelieninfektion mitgebracht, hat sie also schon ein gutes Labor ausgewählt, zeigt mir das schon ganz stolz. Bartonella hat sie auch, die Katzenkrankheit, auch das hat sie schon. Aber die Therapieversuche hatten keine Konsequenz. Wir entdecken dann noch zusätzlich im Darm natürlich Yersinien, die machen auch schwere Durchfälle, sind auch so ein bisschen schwierige Kandidaten, weil sie den Darm verlassen können und können dann die Gelenke zum Beispiel infizieren. Also wenn Patienten, wie hier auch der Fall, Gelenkbeschwerden haben, dann können die Yersinien schon längst den Darm verlassen haben, befinden sich in den Gelenken, machen da Immunvorgänge, die auch zu Schmerzen führen oder zu direkten Entzündungen, Schwellungen und so weiter, haben sehr viele Yersinienpatienten. Das heißt, man geht zu einer Party, da wird ein Grillabend gemacht, da gibt es eben mariniertes Fleisch. Und naja, man hat Hunger und ja, brauchst du jetzt nicht so durchzubraten und so weiter. Und bei den Schaschliks berühren sich ja die Fleischstücke und da kommt da die Hitze nicht so richtig dran. Und wenn man das dann ehrlich auseinander macht, dann sieht man, wenn man das Fleisch sich so anschaut, dass es innen noch roh ist. Und das ist ein großes Problem, denn Yersinien, muss man vielleicht an dieser Stelle noch sagen, wenn man jetzt mariniertes Fleisch braten will, grillen will, freitags wollten wir die Party machen, da ist aber furchtbarer Regen plötzlich aufgekommen. Also sagt man, ist kein Problem, lässt man im Kühlschrank, kann man noch, Samstag geht nicht, da haben nicht alle Zeit, Sonntag, wir machen Sonntagabend. Jetzt hat das 2 Tage im Kühlschrank gelegen, Yersinien können sich aber im Kühlschrank auch vermehren, das wissen viele nicht. Ne? Nicht alle können das, aber Yersinien können das und jetzt haben wir das marinierte Fleisch, weiß der Teufel, was da jetzt schon drin ist und damit man nicht selber marinieren muss, hat man das schon beim Metzger gekauft. Und so kann man eben nicht nur diese Erreger, sondern manchmal auch andere Erreger in der Marinade haben. Und dann kann man sich infizieren. Das war offensichtlich auch irgendwie der Fall. Wir haben dann zusätzlich, was ja, wie Sie wissen, sehr häufig ist, Helicobacter gefunden. Mhm. Auch einen Keim, der nicht nur im Magen sitzt. Das wird immer wieder vergessen. Wir haben sehr viele, die haben das in der Schilddrüse, bekommen dann Hashimoto als Folge einer Autoimmunerkrankung durch eine Infektion des Schilddrüsengewebes mit Helicobacter. Das muss man sich vorstellen. Deswegen sagen wir auch bei der Diagnostik, nicht nur ein bisschen Rohr reinschieben und dann mal gucken mit einem Auge, ist da was oder nicht. Bei uns wird grundsätzlich das über das Blut gemacht. Ja, ganz wichtig. Antikörper machen wir, weil wir keinen Patienten haben, der sich gestern angesteckt hat, sondern die haben sich meistens schon vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 Jahren angesteckt. Sie ist ja auch schon etwas älter. Offensichtlich schon eine stabile Infektion seit langer Zeit. Und Helicobacter, wie gesagt, ist nicht nur auf den Magen begrenzt, sondern kann durchaus den Darm mit infizieren. Der wird ja auch verschluckt. Und wenn da viel ist, dann geht das ja auch mit nach unten. Der stirbt ja nicht ab, wenn er den Magen verlässt sozusagen. Ja, und das Spannende, was hier natürlich der Fall ist, was viele gar nicht vermutet haben, was viele auch gar nicht kennen, das sind Würmer. Aber was für Würmer? Das ist entscheidend wichtig. Ja? Das sind nämlich Würmer, die man sich durch das Laufen mit nackten Füßen holen kann. Im Garten, auf dem Bauernhof, wo auch immer, manchmal auch. Das hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit, einen Patienten, der im Barfußhotel war und der sich, ne, Sie lachen schon, Sie wissen, was ich meine, der sich da infiziert hat. Sie hatte keinen Besuch im Barfußhotel hinter sich, sondern sie hat sich wahrscheinlich mit nackten Füßen im Garten irgendwo mal mit diesen Strongyloides, den Zwergfadenwürmern, infiziert. Da bohren sich die Larven, nachdem irgendjemand seinen Stuhl da so abgesetzt hat im Garten, weil er einfach so dringend musste, wacht er nicht mehr, Höschen runter und zack. Und dann läuft der andere mit den nackten Füßen da durch. Und dann sind da die Eier, beziehungsweise schon die Larven. Die Larven bohren sich dann durch unsere Fußsohlen, das spürt man nicht. Ganz raffiniertes Verfahren. Und dann ist man infiziert. Und das ist ein Erreger,
ein Wurm, ein Parasit, der eben mit seinen Larven die große Wanderung durch den ganzen Körper machen kann. Die können überall sein. Und insbesondere dann, wenn man im ungünstigsten Falle auch noch, weil man zum Beispiel jetzt Kniebeschwerden hat, geht man zum Orthopäden. Sie wissen schon, was der macht, damit die Schmerzen weggehen. Der gibt natürlich keine Antibiotika, weil der ja auch sagt, das ist nicht gut für deinen Darm, sondern der gibt was Besseres, der gibt Cortison. Da reiben sich die Strongyloides-Würmer die Hände und dann, wenn man wirklich Pech hat, gibt es eine Hyperinfektion, weil dann nämlich die Weibchen plötzlich das Signal bekommen, noch mehr Filarien, also Larven zu bilden sozusagen, und die in der Pubertät befindlichen, die warten noch, dass sie jetzt erwachsen werden können. Die werden jetzt alle schlagartig erwachsen. Weil ein ähnliches Signal wie das Cortison des Orthopäden sendet die Mama aus, wenn die merkt, über ein ganz raffiniertes Verfahren, was wir Quorum Sensing nennen, die spürt sozusagen, dass die Wurmpopulation im Körper insgesamt zu klein ist. Fragen Sie mich nur nicht, wie das genau geht. Aber wir wissen, dass es geht. Ja? Das heißt, die Mama weiß oder die Mamas wissen, Kinder, wir haben zu wenig Kinder. Wir müssen wieder jetzt neue Erwachsene, geschlechtsreife Erwachsene produzieren. Das heißt, aus diesen pubertierenden Larven werden dann durch den Cortison Stoß des Orthopäden oder wenn die Mama das merkt, dann gibt die sowas Ähnliches wie Cortison ab. Die Larven bemerken das, die wissen, jetzt habe ich das, die Erlaubnis, das Plazett, ich darf jetzt Weibchen und Männchen werden, und dann vermehren die sich sehr schnell und dann bekommt man das, was in der Literatur als Hyperinfektion steht. Das ist also möglich, durchaus möglich. Mhm. Und hier muss man eben halt aufpassen, die Frau hat das und das kann auch massive Magen-Darm-Störungen machen. Ne? Mhm. Also, wir finden mehrere Infektionen, die sie schon hat, aber niemand hatte nach den Würmern geguckt. Wir haben das im Blut feststellen können, Antikörper bilden diese Würmer. Wir sehen also, die Frau hat eine massive Störung auch ihrer Immunaktivität. Wir messen das, wieder kommen wir zu diesem Profil. Wir denken an das schöne Bild, wo wir die vielen Punkte haben und diese Punkte ergeben uns eine ganz klare Antwort, diese Frau hat ein gestörtes Immunsystem, TNF-Alpha, so heißt der eine Wert, Interleukin 6, Interleukin 8, das sind diese Zytokine, diese Cytokines, diese Immunbotenstoffe, eigentlich Löschmittel des Immunsystems. Je mehr man davon auf einmal bestimmt, desto mehr kann einem das Profil eben sagen. Deshalb sollte man das auch den Patienten anbieten. Übrigens kann man sowas auch erstmal selber einschicken, wenn man will. Man muss nicht unbedingt dabei über den Arzt gehen. Es gibt ja heute diese Telemedizin, wo man sich einfach Blut abnehmen lässt und schickt das dann dahin. Sehr interessante Sache, weil das immer tiefer geht als das, was beim Check-up beim Hausarzt gemacht wird. Hier sehen wir also bei dieser Frau, gibt es diese erhöhten Werte? Und das legt klar unser therapeutisches Vorgehen jetzt auch fest. Ziel ist jetzt erstmal Bekämpfung dieser Infektion. Wir fangen dann meistens auch mit den Antiparasitenmitteln an, nachdem wir sie ein bisschen in Kraft gesetzt haben, ihr Aminosäureinfusionen gemacht haben, in entsprechend Cortisolspiegel bestimmt haben, Melatonin gegeben haben, Progesteron gegeben haben, sodass man sie von verschiedenen Seiten aus erstmal unterstützen muss. Ja, Patientin fordert natürlich eine klare Diagnose. Sie fragt auch immer wieder, ich hatte das ja zu Eingang gesagt, kann sie denn überhaupt noch gesund werden? Hat sie denn überhaupt noch eine Chance? Obwohl sie sieht, zunehmend haben wir immer mehr Puzzlesteine, um das Bild zusammenzusetzen, bleibt sie erstmal in erheblichem Zweifel. Ja. Mhm. Wir können das aber, und das müssen wir in intensiven Gesprächen dann auch machen, immer wieder nur betonen, ja, wir haben schon so jemand gehabt wie Sie, wir wissen, wie das geht, wir schauen jetzt noch auf die Würmer, wir haben gesehen, Ihr Immunsystem ist in Wallung, nicht mit diesem Profil kann man das sehen, und wir wissen auch, in welche Richtung die Wellen hier schlagen und wo sie auch über ihren Kopf schlagen. Aber immer wieder die Frage, werde ich gesund, werde ich denn wieder gesund? Ich muss dann immer wieder sagen, ja, aber langsam wird das passieren. Das geht langsam. Vor allem hier muss ja die Schilddrüse auch nun eingestellt werden. Das sind keine Sachen, die man wie Kopfschmerztabletten nimmt und sofort ist der Kopfschmerz nach einer halben Stunde weg. Das braucht Zeit. Die Wurmkuren aber bringen schon mal die erste Verbesserung dieses massiven Durchfalles. Sie ist begeistert. Sie spürt jetzt zum ersten Mal, wenn man an der richtigen Stelle anfasst, dann passiert was. Und die Wurmkur war wirklich hervorragend. Dann beginnt 14 Tage später ungefähr die antibiotische Therapie über 2 Wochen. Und da war ja eben halt eine leichte Besserung zu spüren. Aber Sie ahnen es schon, es kommt wieder die totale Talfahrt.
Ja, riesige Zweifel. Ich habe kein Leben mehr, schreibt sie. Ja, ich habe keine Lust mehr auf gar nichts. Ich habe keine Ideen mehr, keinen Antrieb. Ich will nicht mehr. Das muss man auffangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und wir raten ihr dringend eben halt jetzt doch eine intensivere Therapie zu machen, denn sie hat zu Hause erst die Wurmkuren gemacht, ist dann wieder weggefahren, nachdem sie da war. Ich musste ja wieder sich auf den Hof ein bisschen kümmern, um die Kinder und so weiter, beziehungsweise um das, was im Haushalt noch anfällt. Das geht natürlich so on the fly nicht. Viele wollen das aber. Das kann man eigentlich gar nicht. Aber sie hat das trotzdem irgendwie organisiert. Sie hat jetzt verstärkt schwere Kopfschmerzen, fast unerträglich, hat erneuten Durchfall. Wir raten jetzt, Sie werden lachen, unbedingt IV-Antibiose. Ja, sofort weg von der oralen Therapie, um auch den Darm da zu entlasten, rauf auf die Vene, um das eben halt zu machen. Und dann fällt am Telefon die Entscheidung, ja, wenn Sie sagen, das geht, ich komme sofort. Und dann hat sie sich wirklich innerhalb von Stunden auf den Zug gesetzt und tauchte dann morgens früh schon auf. Und wir haben dann eben halt alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir haben sie unter IV-Therapie gesetzt und sie hat nach 2 Wochen IV-Therapie keinerlei Durchfall mehr, wesentliche Besserung, klarer Kopf. Sie ist psychisch stabil. Und jetzt, und das ist so wichtig, dass sie sich das jetzt alle merken, sie plant plötzlich wieder ihr Leben. Das ist das Erste, was verloren geht. Ne? Manche Frauen sagen, oh, jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt will ich noch ein Kind haben, wir bauen noch ein Haus oder wir ziehen jetzt um oder wir kaufen einen neuen Wagen oder. Und das sind die höchsten Qualitäten, die das Gehirn hat, also unsere höchsten Denkleistungen, das sind die planerischen. Und wenn das wieder einsetzt, dann weiß ich, wir haben den Durchbruch, in jedem Fall. Ne? Ja, ja. Immer wieder kommt es natürlich wieder zu Gehirnnebel und so weiter. Wir sagen, gut, Sie müssen immer die Intensivtherapie machen, wie wir es jetzt hier gerade gemacht haben. Sie hängt dann auch noch eine Woche dran und noch eine Woche dran. Es wird immer besser und jetzt kommt die Sensation. Dann kommen auf einmal die Enkel zu Besuch. Fand ich sehr lieb, dass sie gekommen sind. Und die sagen auf einmal, und dann standen ihr die Tränen in den Augen, Oma, du siehst aber gut aus. Und das war in diesem Fall mal ehrlich, und zwar von beiden Seiten. Ehrlich, die Kinder haben es bemerkt und die Oma hat gesagt, Kinder, ihr habt es erkannt, mir geht es so gut, mir geht es wesentlich besser. Das rührt natürlich schon mal zu Tränen und wir sind dann alle auch immer sehr aufgeregt und freuen uns natürlich ganz besonders. Sie fährt also wieder nach Hause, wiederholt nochmal eine Wurmkur, die müssen wir ja machen. Sie macht dann noch 12 Wochen weiter eine antientzündliche Therapie mit Weihrauch. Sie füllt weitere Mängel auf, Mineralien, Aminosäuren, Vitamine, Omega-3, macht Darmschutz mit Probiotika, nimmt bioidentische Hormone und die Frau ist glücklich und zufrieden. Noch eins ist wichtig, sie hatte über längere Zeit schlechte Nierenwerte. Die konnten sich auch wesentlich verbessern, scheinen auch mit den Infektionen im Zusammenhang gestanden zu haben und mit den Mängeln, die sie hatte. Die Niere wird besser, der Hautpilz wird noch konsequent bekämpft, hat sich schon wesentlich verbessert. Und es muss natürlich jetzt zu Hause auch eine Reinfektion verhindert werden. Oft sind die Sporen in den Bettlaken, in der Wohnung und so. Ja. Da muss man schon ein bisschen auch Anweisung geben, wie es da vorzugehen. Nun ist sie aber überglücklich. Sie kann ihre Aufgaben wieder lösen. Sie hat keine Schwierigkeiten mehr. Die Windeln sind längst schon wieder im Schrank verschwunden. Die kann man bald auch wegschmeißen. Aber sie ist immer noch vorsichtig natürlich. Und der Durchfall ist zum Erliegen gekommen. Und die Frau ist wieder völlig gesund und kann alles das wieder so machen. Viel besser noch als in den letzten 30 Jahren. Und da muss man sagen, das ist dann für uns das größte Glück. Das ist nicht jedem beschieden, aber die Frau hat vor allen Dingen durch ihre unheimliche Konsequenz, durch ihren Mut, den sie trotzdem hatte, obwohl sie Zweifel hatte, wir haben das ja gehört, ich habe es ja extra nochmal betont, das muss man sagen, das ist möglich, wenn man kämpft, wenn man auch bereit ist, da zu investieren, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch vielleicht gegen die Paradigmen, die Vorstellungen, Antibiotika sind nur schädlich, anzugehen. Denn dadurch blockiert man sich. Man muss mit dem Arzt, der sich damit auskennt, reden. Wir müssen dann sagen, was ist gut, was ist schlecht, worauf muss man achten. Und wenn wir das so einsetzen wie hier, kann man vom totalen Durchfall, von der totalen Entzündung des Darms eben halt wirklich wieder zum normalen Leben zurückfinden. Und das geht aber nur mit ganz konsequenter, in diesem Falle auch besonders IV-Therapie, wenn der Kopf betroffen ist oder massiv der Darm betroffen ist, im Zusammenhang mit den Würmern, dann hilft oft nur
der Weg über die Vene, um den Darm auch zu schonen, denn der ist ja leidend, das haben wir ja gesehen. Sehr leidend, ja. War denn der Moment, wo Sie bei Ihnen in der Praxis stand und gesagt haben, so und jetzt, ich kann mir vorstellen, dass der auf der Heilreise so immens wichtig ist, wenn Körper, Geist und Seele wirklich ein Ja haben für eine Therapie und sagen, und jetzt darf das alles passieren. Merken Sie das in den ganzen Erfahrungen, die Sie mit den verschiedensten Patienten gemacht haben, dass da so wie ein Punkt gibt, wo dann der Patient sagt, und jetzt, und dann auch so eine Energie mitgeht in dieser Reise? Absolut. Und es ist ja leider so, dass wir erstmal nur mit Sprechen sozusagen den Mut machen müssen und die auch sagen können, da ist Hoffnung. Ja, wir machen ja eigentlich Hoffnung. Das ist nicht ganz ungefährlich. Wir dürfen ja keine Heilversprechen abgeben, aber wir müssen sagen, sie müssen den Versuch wagen. Sie müssen sich einlassen sozusagen. Das ist das Wichtige. Das müssen wir unbedingt machen. Und dann können wir ja an den therapeutischen Versuch rangehen. Und wenn dann beides stimmt, dass ich Recht gehabt habe, indem ich hier Hoffnung gemacht habe, indem sich das bestätigt und der Patient dann sagt, gut, ich lasse mich darauf ein, das ist natürlich eine kurze Phase, wo man einfach nur Vertrauen haben muss. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dann steigt man in die Therapie an, dann kommt ja nochmal der Einbruch. Wir haben es ja jetzt schon öfter gehört. Dann muss man nochmal die Moral kräftig unterstützen. Und wenn der Patient das dann nicht schafft, das gibt es leider auch schon mal, dann ist er einfach nicht mehr dazu in der Lage. Manche gehen auch dann. Das gibt es auch. Dann hat man vielleicht noch eine Freundin, da ist noch ein Heilpraktiker, sagt, seid ihr verrückt, Antibiotika, was soll das denn? Das haben wir sehr häufig, nicht zu häufig, aber das nagt natürlich dann noch an der Hoffnung, die wir gemacht haben. Und diese Frau konnte eben halt durch ihre, ja, eigentlich Kampfeskraft, die sie ja kannte von früher, die Erinnerung ist ja noch da, ne, konnte sie einfach ihre Zweifel durchbrechen. Und dann merkt man, und dann tritt auch das ein, was Sie gerade gesagt haben, dann auf einmal kommt von hinten dieser Schub. Wenn ich jetzt noch 2, 3, 4, 5 Tage Antibiose habe und merke auf einmal, meine Güte, die Symptome werden ja deutlich besser, dann kriege ich auch wirklich einen guten, positiven Immunschub, will ich das mal nennen. Denn die Freude, die dann aufkommt, und dann kommt echte Hoffnung von innen auf und die reißt auch das Immunsystem mit. Und dann werden plötzlich Kräfte mobilisiert, die man vorher gar nicht geahnt hatte. Und dann kommt der Durchbruch. Ja, und das war in diesem Falle für mich auch nach so vielen Jahren und so vielen Hunderten von Patienten, wenn nicht Tausenden, war das natürlich eine entscheidende Wende, die da eingetreten ist. Geht aber nur, wenn der Patient mitmacht. Und deshalb sage ich allen, auch die vielleicht zu mir kommen wollen jetzt, macht euch vorher das mental klar. Ihr müsst euch das überlegen, ihr müsst euch committen, ihr müsst euch einfach einlassen auf diesen Vorgang. Man braucht für einen gewissen Zeit braucht man das Vertrauen, wenn einem jemand eine Augenbinde umlegt und sagt, geh mal einfach ein Stück weiter, da passiert nichts, da ist kein Loch, da ist kein Balken, da ist kein Rohr, wo du drüber stolpern kannst. Wir kennen alles dieses ungewohnte Gefühl und Sie wissen, was ich meine. Wenn man sich die Augen verbinden lässt und dann einfach loslaufen soll, dann muss man sich auf den blind verlassen. Das ist vielleicht eine der schwierigsten Fähigkeiten, die wir entwickeln müssen. Und je mehr der Patient an schlechter Erfahrung sammelt hat, sei es in seiner Erziehung, eben, das wollte ich gerade sagen. Oder auch durch seinen schlechten Krankheitsverlauf, desto schwieriger wird das. Ja, aber natürlich. Da darf man überhaupt nicht aufgeben, weder als Therapeut noch auch als Patient. Da muss man viel auch einstecken und dann schafft man das. Das ist ganz wichtig. Weil es sind gerade die, die seit Jahren oder Jahrzehnten chronisch krank sind, die natürlich einen Rucksack voller Traumata haben von Hoffnung in eine Therapie, Hoffnung in einen Heilungsweg und dann wieder diese Enttäuschung. Das ist ja, lieber macht man sich keine Hoffnung und die Enttäuschung ist nicht groß. Ja, und nochmal, damit wir uns wirklich nicht falsch verstehen, wir heilen ja nicht nur mit Antibiotika. Ja, es gibt auch Fälle, ich hatte jetzt so eine junge Frau auch, die durch 2 Fahrprüfungen durchgefallen war, der fehlten alle Mineralien, die war auch schlecht mit der Schilddrüse eingestellt, die haben überhaupt keine Antibiotika bekommen. Für mich war das Wichtigste, dass sie in 2 Wochen die Fahrprüfung, die dritte, die letzte Prüfung eben besteht. Und das hat sie mit Auszeichnung bestanden. Sie hatte massiven B12-Mangel von 100, ja, 500 muss sie haben. Ja, sie hatte ein BDNF, also sozusagen die Plastizität ihres Gehirnes war reduziert durch unglaubliche Mängel, die in ihrer Ernährung aufgetreten waren. Ja, das haben wir alles beseitigt. Und die hat dann wirklich nach 14 Tagen, da habe ich zigtausende Einheiten Vitamin B12 und viele andere gute Sachen gegeben. Auch das ist natürlich möglich. Das heißt, wir haben nicht nur ein Prinzip der Heilung, sondern wir wissen da, wo es nötig
ist, da muss es gemacht werden, das muss man mit dem Patienten diskutieren. Wir zwingen aber keinen, wenn er das nicht will, kann man Alternativen untersuchen oder wenn er sich gar nicht darauf einlassen will, weil er meint, er hat was ganz anderes oder er glaubt, was ja oft der Fall ist, seinem Psychiater oder Psychotherapeut und nicht mehr mir, weil der das mehrfach in Frage gestellt hat, dann muss man ihn seines Weges gehen lassen. Ne? Ja. Ja, genau. Es gibt verschiedene Heilungswege und das ist einer und ich denke, das ist der, wo man eben auch wie bei allen anderen Wegen ein Ja finden muss. Und ich glaube, dass man das aber intuitiv auch spürt. Und das ist das, was ich auf meinem Weg gemerkt habe. Viele können irgendeine Meinung haben. Schlussendlich dürfen wir chronisch Erkrankten in die Eigenverantwortung gehen und sagen, okay, wie geht es mir? Welche Puzzlestücke gibt es und wozu führen die mich? Und ja. Deswegen liebe ich auch einfach ihre Arbeit, weil sie jedes Puzzlestück anschauen, 5-mal umdrehen und ja. Und da sind wir auch akribisch. Also da lassen wir auch nicht locker. Und wenn die Frage noch nicht gestellt worden ist, wird sie gestellt und wenn die Antwort noch nicht da ist, wird so lange gewartet, bis wir die haben, um zu sehen, ob das für die Interpretation und letztendlich auch für die Entscheidung der Therapie noch eine Rolle spielen kann. Ne? Und es wird wirklich genau mit dem Patienten noch abgewogen, ob wir das machen wollen oder nicht und welche Folgen das hat. Ne? Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses zweite Fallbeispiel. Super spannend. Vielen Dank fürs Lauschen, ihr Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann unbedingt abonnieren. Bis dann. Ciao.